Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung. Hier ist euer Tastenhauer zurück in Victoria 3 mit dem Kaiserreich Österreich. Und wir befinden uns am 15. August 1848 und heute, wie versprochen, werden wir wieder voll durchstarten, was den Spielfortschritt angeht, nach einer ganz, ganz kleinen, wie immer, Anfangsbesprechung. Denn etwas ist mir aufgefallen, das wollte ich heute mal zum Thema machen. Unser Staatshaushalt, unsere Staatsfinanzen, die sind jetzt unheimlich viel besser geworden. Ihr seht das unten an der Saldo-Grafik hier. Also wir haben ja in den letzten, ja, kann man sagen, 4, 5 Jahren oder so hier extrem starkes Minus zum Teil gefahren, haben kontinuierlich Teile unserer Goldreserve verbrannt. Das sieht man dann auch hier, dass die immer weiter abgenommen hat und wären fast in die Schulden gegangen, sind es aber nicht ganz, denn jetzt steigen die Einnahmen auf einmal sprunghaft in 2 Schritten an. Und das habe ich mir mal angeschaut, was da der Hintergrund ist. Dazu musste ich teilweise auch leider ältere Spielstände nochmal laden. Was heißt leider? Das ist für mich halt einfach eine zusätzliche Zeitvorbereitung gewesen, um zu sehen, woran denn das konkret lag. Also, es sind meiner Meinung nach 2 Dinge gewesen. Hauptsächlich 2 Dinge. Wir haben, habe ich festgestellt, ein großes Plus bei den Kopfsteuern, das so roundabout 15.000 betragen hat. Also wir hatten hier vor gut einem Jahr noch irgendwas mit, ich weiß nicht, 42.000 Kopfsteuereinnahmen und jetzt sind wir bei 58.000. Kopfsteuern sind ja, wie hier auch erklärt wird, Steuern, die eben pro Kopf erhoben wird. Dementsprechend wirken die sich am stärksten auf Unterschichten aus und skalieren ja nicht mit dem Einkommen mit, so wie Einkommensteuern, die übrigens auch ein bisschen angestiegen sind, aber eigentlich nur so um 1.000 oder so. Also das war jetzt kein großer Unterschied in einem Jahr, hat sich leicht erhöht. Aber die Kopfsteuern, die sind stark angesprungen und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ich kann mir vorstellen, wir hatten vor geraumer Zeit natürlich die Besteuerungskapazität in einigen Staaten erhöht. Das ist aber eigentlich schon länger her als ein Jahr. Also ich verstehe nicht ganz, warum jetzt auf einmal die Kopfsteuern so anspringen. Ich hätte das erwartet, dass das schon früher passiert sei. Vielleicht gab es da eine verzögerte Entwicklung, wie dem auch sei. Also das ist auf jeden Fall stark angehoben. Verbrauchsteuern sind, glaube ich, auch minimal gestiegen. Da hatten wir jetzt ja letztens was geändert, aber da hatten wir eine Gesamtänderung, die dann auch wiederum positiv war, aber seit einem Jahr hat sich da auch nicht so viel getan. Gut, dann haben wir natürlich noch den Gelddruck erhöht. Der, würde ich mal schätzen, ist durch die Modifikation, auch durch das Bankenwesen, mehr angestiegen als die, als der Ertragsgewinn in den Goldminen in Tirol. Da hatten wir über 1.000 zusätzlich, glaube ich, gewonnen. 1.000, 1.500 oder sowas. Das ist aber noch höher skaliert. Wir haben jetzt insgesamt fast das Doppelte an Gelddruck mehr. Wahrscheinlich ist unser Bruttoinlandsprodukt jetzt auch gestiegen insgesamt, sodass wir hier dadurch dann nochmal einen zusätzlichen Bonus skaliert um die 10% gehabt haben. Also insgesamt ist der Gelddruck hier um ungefähr 3.000 angestiegen. Ja, und da seht ihr schon, das ist dann schon ein ordentlicher Teil der zusätzlichen des Saldo-Plusses, aber eigentlich nicht alles. Was ist noch passiert? Ich habe eine ganz wesentliche Sache gesehen, die wir nicht mehr haben. Wir hatten unter zusätzliche Ausgaben hatten wir nämlich die Fluthilfe. Daran hatte ich mich gar nicht mehr erinnert. Wir haben, glaube ich, 5 Jahre lang 10.000 zusätzliche Abzüge gehabt über die Fluthilfe. Und die scheint jetzt im Verlauf des letzten Jahres irgendwann ausgelaufen zu sein. Ich vermute mal, das ist der erste Knick nach oben hier. Das wird wahrscheinlich allein schon ungefähr die 10.000 durch die wegfallende Fluthilfe gewesen sein. Naja, und der Rest, der ist dann durch BIP-Steigerung, durch zusätzliche Kopfsteuern etc. gekommen. Ich vermute auch, dass die BIP-Steigerung wiederum auch dazu geführt hat, dass dann die Kopfsteuern und die Einkommensteuer ansteigen und. Und ich nehme mal an, daran hat sich das alles so ein bisschen aufgehangen, sodass wir jetzt dieses riesige Plus haben. Ich hoffe, das bleibt uns möglichst lange erhalten. Damit können wir nämlich schön die Goldreserven wieder aufbauen. Und haben mehr Flexibilität. Das ganz kurz zur Erklärung zu Beginn. Dann möchte ich heute eine Sache vor allen Dingen jetzt zu Anfang machen, und zwar die zivile Handelsschifffahrt ein bisschen ausbauen, denn bei den Kosten habe ich hier gesehen, dass wir ja eigentlich hauptsächlich Waren für Regierungsgebäude sind natürlich überwiegend Papier, da sind wir ja auch schon dran, aber eben auch diese Handelsschiffe, sogenannte Clipper, und die machen jetzt nicht so einen Riesenanteil aus, sind aber relativ teuer
derzeit. Ich gucke mal gerade hier. Da muss ich bei Waren gucken. Clipper, wo seid ihr denn? Ja, plus 9%. Also da gibt es ein leichtes Unterangebot, obwohl wir über Handelsrouten auch schon fast 25 einhandeln. Hier aus Schweden ganz viel und ein wenig aus Frankreich. Das können wir natürlich uns dann dauerhaft sparen, wenn wir mehr selbst produzieren. Dafür brauchen wir Werften. Wir haben genau einen Start mit Werften. Schiffswerften Stufe 3. Das ist hier in Istrien. Aber die Schiffswerften in Istrien sind allmählich hier als Marineschiffsbauwerft tätig. Das heißt also, es werden hier viele Kriegssegelschiffe produziert und weniger Clipper. Das Ganze kann man hier auf zivilen Schiffsbau natürlich umstellen. Dann legen wir uns aber ein ganz großes Ei, weil dann die Versorgung mit neuen Kriegssegelschiffen hier für unsere Flotte nicht bereitgestellt wird. Hier können wir das also in diesem Start gar nicht ändern, weil das ist ja immer für den kompletten Start und all seine Schiffswerftstufen wird das hier abgeändert. Und wir werden in Zukunft bestimmt noch viel mehr auf Marineschiffbau gehen und weniger auf die Handelsschifffahrt. Das heißt, wir bräuchten einen zweiten Werftstandort. Und dieser Werftstandort, den möchte ich verteilen, und zwar auf Venetien und auf Kroatien. Da möchte ich das gerne machen. Zwei Standorte, damit wir ein bisschen flexibler sind und weil beide Standorte hier auch Fischereianleger haben, die wiederum auch unter anderem natürlich hier Clipper benötigen, sollten wir hier mal auf Fischschlepper umstellen. Das sollten wir hier sowieso mal machen, damit wir hier ein bisschen mehr Geld machen. Das wird aber unseren Clipperbedarf weiter erhöhen. Hier haben wir das, glaube ich, schon gemacht. Auch deswegen ist der Bedarf hier schon erhöht. Das heißt also, eine Schiffswerft macht auch hier Sinn. Und da werden wir auf zivilen Bau schon mal umstellen, dass ich das gleich nicht vergesse, damit wir mehr Clipper hier auch produzieren, damit wir hier unseren Preis dauerhaft einfach senken, obwohl der jetzt kurzfristig angestiegen ist. Jo, das war's erstmal. Gebäudetechnisch sind wir hier schon gut bestückt und damit können wir erstmal hier wieder ein bisschen weitermachen. Russland hat das Osmanische Reich mit einem Embargo belegt, alles klar. Preis für Kunstwerke, Importroute für Eisen abgebrochen, Diplomatiespiel, das ist nicht so interessant, Ostindien-Kompanie. Beziehung verbessern mit Sachsen-Meiningen ist abgebrochen worden, weil wir 50 erreicht haben. Wir haben also die maximale Beziehung derzeit. Und Frankreich hat die Importroute für Eisen aufgegeben. Das heißt, unser Eisenpreis dürfte derzeit, ja, ist immer noch ein bisschen teuer, aber nicht mehr so stark. Das wird sich jetzt auch bemerkbar machen. Gut. Wir haben wieder einmal ein bisschen Einflusspunkte parat. Ja, und da ist jetzt immer noch die große Frage, wohin eigentlich mit den ganzen Beziehungsverbesserungen, die wir derzeit vornehmen. Und ich würde sagen, auch wenn es nicht so super ist, werden wir es mal mit Hessen-Kassel versuchen. Hessen-Kassel ist in einer Zollunion mit Preußen, hat hier Verpflichtungen gegenüber Hannover, mit denen versuchen wir ja auch hier die norddeutsche Clique zu beeinflussen, kann etwas einfordern bei Sachsen-Meiningen. Jetzt lass mich mal kurz gucken, ob wir bei Sachsen-Meiningen vielleicht auch etwas machen können. Ich glaube aber nicht. Wir haben einen Verteidigungspakt und eine Zollunion gemeinsam. Protektorat ist hier unmöglich nach wie vor. Das heißt, hier können wir eigentlich auch nichts machen, außer warten, bis wir hier noch ein besseres Beziehungslevel erreicht haben. Das wird aber noch ein wenig dauern. Gut, also Hessen-Kassel hat eine konservative Agenda, ist ein konstitutionelles Herzogtum, will die Grenzen verteidigen. Also mit denen wird wohl kein Verteidigungspakt möglich sein, weil es hier einen Modifikator gibt. Aber trotzdem, ja, sie sind uninteressiert, aber immerhin nicht vorsichtig oder negativ bedacht. Und derzeit haben sie ein Bündnis mit Sachsen-Meiningen, Verteidigungspakt mit Hannover. Also sie sind recht nah dran an dieser norddeutschen Clique, finde ich. Und außer die Zollunion haben sie eigentlich mit Preußen zwar relativ gute Beziehungen, einvernehmlich. Aber vielleicht können wir da noch etwas machen, bevor sie irgendwie eingeschnatzt werden, also eingeholt werden von Preußen. Ich will es zumindest versucht haben, weil wir die Punkte auch unter anderem eben übrig haben. Genau. Ja, dann haben wir hier noch einiges parat. Gebaut wird fleißig. Das ist gut. Dann können wir hier weitermachen.
Tuch- und Möbelfabrik, Werkzeugfabrik ist hier geplant. Clipper werden wieder ein bisschen günstiger. Ihr seht also, haben wir schon gebaut hier? Ist das schon fertig? Geht das so schnell? Nee, 44 Wochen. Und hier noch 46 Wochen, aber der Clipperpreis ist schon günstiger. Hm. Naja, okay, aber dann können wir ja Fischereianlagen ausbauen. Das wollte ich eigentlich auch noch machen, dass wir die hier jeweils auf Stufe 5 bringen in Venetien und auch hier in Istrien, da wir für die Konservenfabriken zukünftig auch, glaube ich, mehr Fisch brauchen werden. So, was ist jetzt passiert? Es gibt noch eine neue Protestbewegung, nämlich kulturelle Ausgrenzung wieder. Wieder mit mittlerer Radikalität. Also die werden jetzt ein bisschen härter hier, die Bewegungen. Naja, gut. So, wie sieht es hier aus? Die Sachen werden weiter gebaut. Kunsthochschulausbau, Kohlemine ist noch dran, Chemiefabrik ist dran. Möbelfabriken sind dran. Bei Kleidung sind wir wieder einen weitergekommen hier. Also bei den Tuchfabriken. Das sollte jetzt also den Preis hier auf jeden Fall verbessern, was die Kleidung angeht. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ja, aber der ist immer noch sehr, sehr hoch. Kunstwerke sind auch teuer geworden. Das ist ganz gut. Die kann man vielleicht ja auch ein wenig teuer exportieren oder so. So, Adolf von Hertel ist nicht mehr Anführer der Interessengruppe der Intellektuellen. Das war ja ein Kriegstreiber und ihm nachfolgen, das gucken wir uns mal an. Intellektuelle tut jetzt ein gemäßigter Albrecht von Schönburg mit 32 Jahren, ein recht beliebter Mann, fromm und Demagoge. Wo wir gerade von Eigenschaften sprechen, ich hatte gesehen, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe, dass hier Ferdinand von Habsburg ein traditionalistischer Befehlshaber geworden ist, was gut ist, denn wir bekommen dadurch mehr Prestigepunkte. Sind jetzt bei 730. Wo konnte man sich die Übersicht nochmal angucken? Hier, beim Draufklicken. Also wir sind, warte mal, hier muss ich draufgehen, ein Stück von Russland entfernt, haben aber guten Abstand auf Preußen und die Vereinigten Staaten und sind natürlich weit weg von Großbritannien oder Frankreich. Aber trotzdem, so schlecht sieht es, finde ich, gar nicht bei uns aus, was das angeht. So, was gibt's für ein Ereignis? Musik in meinen Ohren. Eine im ganzen Land gefeierte Truppe von Wanderkünstlern ist heute in Österreich eingetroffen, gefolgt von Hunderten von Anfragen, ob unsere großzügige Regierung nicht eines ihrer Konzerte finanzieren könnte. Ja, da könnten wir jetzt unsere Regierungsausgaben wieder stark belasten, aber auch unser Prestige erhöhen, wovon ich gerade gesprochen habe für die nächsten 5 Jahre. Und solange wir so eine gute Finanzgeschichte hier haben, mit 29.300 im Plus, könnten wir uns das natürlich schon leisten. Ich denke, das werden wir machen. Wir werden sie finanzieren. Für sowas ist, glaube ich, Ferdinand zu haben. Wenn er auch sonst nicht viel mit der Regierung an sich zu tun hat. Aber ich glaube, das ist für ihn schon ganz gut. So, was schauen wir hier? Mal den Markt an. Kriegssegelschiffe sind teurer geworden. Clipper auch wieder ein bisschen teurer und Spirituosen etwas günstiger. Und Papier hat sich ganz leicht günstiger gestaltet. Da haben wir, glaube ich, auch eine Papierfabrik. Hier, glaube ich, entsprechend entsprechend hier gebaut, meine ich zuletzt. Aber es sieht so aus, als wenn Papier ja mit 23% immer noch recht teuer ist. Da könnte man also eigentlich, finde ich, direkt nachlegen. Zumal, ja, es wird auch Schwefel langsam teuer. Das heißt, wir sollten auch mal in Venetien mal die Schwefelminen wieder ausbauen. Um eine Stufe. Und dann packen wir hier gleich noch eine Papierfabrik hinten dran. Genau. Finde ich eine an sich sehr gute Sache. Düngerfabrik ist schon im Bau.
Kunsthochschule hier oben, die Kohleminen, die sind ja auch ein Dauerthema, ein Dauerbrenner, kann man sagen. Wobei, jetzt eigentlich die Kohle, wo ist sie denn? Ach, da. Plus 28 auf Platz 4. Ja, ist immer noch ein Thema, ein dauerhaftes. Konservenfabriken wurden freigeschaltet. Sie haben spezielle Maschinen, um Nahrung in luftdichten Behältern einzuschließen und so länger haltbar zu machen. Ja, das war am Anfang ganz schön schwierig, glaube ich, weil dieses luftdichte Verschließen nicht immer so geklappt hat zu Beginn, wie man sich das in Masse vorgestellt hat. Also da wurden dann Lebensmittel doch mal ab und zu schlecht. Aber insgesamt war das natürlich schon großer, großer Fortschritt. Kostet Eisen, Fisch und Weizen, also Getreide, bringt uns aber dann mehr in Lebensmittelfabriken. Und gleichzeitig sind auch die Handelsbefugnisse haben sich bei uns verbreitet. Damit können wir die Marinebasen erhöhen und Haushaltsbefugnisse in der Marinebasis freischalten. Das bringt mehr positive Modifikatoren für uns und wir brauchen weniger Soldaten, aber dafür mehr Offiziere bei unseren Flottillen. Das können wir dann auch umstellen. Da denke ich jetzt mal direkt dran. Da gehen wir mal direkt rein bei der Marine hier und werden hier einmal Haushaltsbefugnisse machen. Dann brauchen wir hier ein bisschen mehr Geld für Warenersatz, aber ja, weil wir mehr bezahlen für die Offiziere, denke ich mal. Das wird ja hier eingerechnet, ist aber eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache für mehr Kampfwertsteigerung sozusagen. So, Schwefel ist wieder ein bisschen günstiger geworden, obwohl der noch nicht ausgebaut ist. Das finde ich auch kurios. Warum ist denn jetzt auf einmal der Schwefel nicht mehr so ein Problem? Hier haben wir ja noch nicht mal Nitroglycerin eingerichtet oder sowas. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie das zusammengeht. Okay. Wir wollten bei Lebensmittelfabriken gucken, wo und ob wir dort ändern können. Also wenn wir es für alle ändern, dann haben wir erstmal ein riesiges Plus. Das geht ja auch wieder auf die Steuern. Lebensmittel plus 450. Das würde also den Preis extrem verringern. Er wäre aber immer noch leicht überteuert. Also das sollten wir eigentlich tun. Eisen würde extrem teuer werden, weil wir 150 mehr verbrauchen. Getreide würden wir insgesamt weniger verbrauchen. Das würde günstiger werden. Und Fisch würde unbezahlbar teuer werden. Und wir bräuchten mehr Maschinisten. Ich stelle das trotzdem mal um. Das heißt also, wir werden jetzt hier sehen, dass sich hier wieder einiges verändern wird. So, und es breitet sich jetzt das chemische Bleichen automatisch aus und Hydraulikkräne. Das ist ja auch interessant aus dem Ausland. Ein Sierra Leonischer Liberalenaufstand, nee, das ist nicht so wichtig. Damit sind die Lebensmittel jetzt fast auf dem neutralen Preis. Das ist ja schon mal ganz gut, denn die werden ja ohne Ende verbraucht von den Pops. Das heißt also hier für die Lebensstandards ist das, glaube ich, ein ganz wichtiges Gut. Allerdings haben wir dann eben ja einen höheren Preis zum Beispiel hier für Eisen wieder. Da hatte, ja, da könnte man jetzt natürlich hier bei den Eisenminen, ach, da könnten wir ja auch noch umstellen, ne? Auf die Kondensatorpumpe, dann hätten wir das schon fast wieder auseinandergezogen. Klar, Werkzeuge und Kohleverbrauch, aber warum eigentlich nicht hier? Also Nitroglycerin würde ich jetzt nicht sagen unbedingt, weil die Sprengstoffpreise sind sowieso schon unglaublich teuer. Haben wir hier Stufe 3? Ja, das Saldo ist leicht im Minus. Aber das können wir ja wieder hochtreiben, indem wir den Preis für Munition wieder künstlich hier antreiben über unser Militär. Düngerfabrik ist schon mal eine Stufe im Bau. Das wird wahrscheinlich wieder nicht ganz reichen. Da geben wir nochmal eine Stufe rauf. Oh Mann, jetzt haben wir schon wieder 50 Wochen hier, aber das reicht auch erstmal. Militär, ja. Jetzt müssen wir mal hier gucken bei der Armee. Ich hatte ja hier die Leute angelegt, bei denen noch etwas passieren sollte. Hier im Süden. Karl Ludwig von Ficklemont. Wie sah es da aus? Da haben wir aber
Linieninfanterie hier überall noch. Weil das auch alles Kroaten sind hier, ne? Wenn ich das richtig sehe. Also so süddeutsch-kulturelle Truppen haben wir hier unten, glaube ich, gar nicht. Das ist alles kroatisch. Und slowenisch im Übrigen auch. Jetzt müsste man überhaupt mal gucken bei den Kulturen, wer wird eigentlich wie... Also sie werden ja alle irgendwie dann... die werden ja alle irgendwie unterdrückt, das sieht man ja hier. Wird diskriminiert, also... Die Kroaten genauso wie die Slowenen. Die Slowenen haben halt einen geringeren Bevölkerungsanteil. Aber ansonsten sieht das eigentlich überall gleich aus. Der Aufruhr zum Beispiel bei den Polen ist jetzt leicht höher als bei Kroaten insgesamt gesprochen. Aber die Unterschiede sind jetzt nicht wer weiß wie hoch. Bei den Norditalienern und Polen wäre ich da so ein Stück weit am vorsichtigsten, was die Umstellung des Militärs angeht. Also hier bei... Level nudgend würde das betreffen, wahrscheinlich am ehesten hier mit den Italienern. Da haben wir hier in Südtirol die ganzen Infanteristen schon aufgelevelt, aber die anderen nicht, also mit der neuen Ausstattung ausgestattet. Julius von Hainau, der müsste sich da oben nämlich hier, der hat diese polnischen Linieninfanterie Einheiten und Askenasische hat er hier auch noch, also jüdischer Kultur sogar. So, dann gab es noch Heinrich von Hess. Da in Ungarn, habe ich das Gefühl, ist das ja nicht so ein Thema. Da hatten wir auch einige süddeutsche Einheiten, die wir schon verändert haben. In Zentralungarn haben wir das hier noch nicht gemacht. Das sind auch einige. Das würde also sehr teuer sein. Kostet 25 mehr Munition und erhöht unsere Staatsausgaben natürlich auch, klar. Wie sah es denn hier aus? Also die Ungarn sind sicherlich natürlich auch... Wo sind sie denn da? Haben ja eine viel höhere Anzahl, aber sind nicht ganz so stark im kulturellen Aufruhr wie die anderen. Die einzigen, die noch ein bisschen weniger Aufruhr haben, wären hier die Serben. Tschechen und Slowaken, da geht das auch noch. Und bei den Ukrainern ist es okay. Also würde ich sagen, dass wir die ungarischen Truppen jetzt als nächstes nehmen. In Zentralungarn. Und sie entsprechend hier neu ausstatten. Beziehungsweise mit einer neuen Doktrin dieser Plänkel-Infanterie hier zentraler organisieren. Das müsste jetzt für die... Munition dafür sorgen, dass wir hier tatsächlich mehr, ja, dass wir wieder ein bisschen Plus machen, oder? Ah, der Preis, der ändert sich hier noch am laufenden Band, liegt natürlich auch an diesem hohen Sprengstoffpreis der Zeit. Fischlebensmittel hat sich geändert, logischerweise. Hessen unterstützt jetzt Österreich, das ist doch schön. Das höre ich gerne, da müssen wir hier einfach mal subventionieren derzeit, bis das wieder weg ist hier. Aber warum ist das mit der Munition noch so wenig nachgefragt im Vergleich? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Kasernen 160 haben die als Bedarf hier und 153 werden produziert. Das müssen wir doch noch weiter hochtreiben. Warum ist denn das jetzt bei... den Truppen nicht weiter angestiegen mit Zentralungarn hier. Das sind ja immerhin 25 Munition. Ist das immer noch nicht eingerechnet jetzt hier? Das finde ich ein bisschen intransparent, dieses System. Da müsste es doch hier irgendwo Kasernen geben, auf die ich zugreifen kann. Hier die 25, ne? Ja, die haben 25 Bedarf. Also nochmal nach der Ware gucken hier. Jetzt will ich es aber genau wissen. Genau, Verkaufs- und Kaufanträge. Ja, scheinbar
Ist die Produktion hier hochgegangen oder so? Ja gut, wir hatten ja letztens erst Stufe 3 gebaut. Dann können wir natürlich noch mehr machen, ne? Mit Karl-Heinrich von Hess hier im Zentralgebiet haben wir dann aber alles. Also der ist jetzt on point. Der kann also hier mal raus aus der Liste. Tja, jetzt bleiben diese drei übrig. Dann würde ich am ehesten wohl die ungarischen jetzt umstellen. Das ist hier Karl Ludwig von Ficklemont. Und das sind hier 5, 10, 5 und 5. Die würde ich alle umstellen, weil das braucht ja nicht so viel. 5 Munition, 10 Munition, nochmal 5 und nochmal 5. Also 25 haben wir jetzt wieder. Dann kann der nämlich auch hier raus aus unserer imaginierten Upgrade-Liste. Und jetzt haben wir hier den Preis wieder erhöht. Plus 15%. Damit, ja, kommen die nicht ganz auf ihren positiven Wert, auf den ich ihn eigentlich haben will. Also ich glaube, wir kommen jetzt nicht mehr drumherum, dass wir tatsächlich einfach alle umstellen müssen. Es bleibt uns ja sowieso keine Wahl. Dann würde ich aber am ehesten erstmal hier im Nordosten anfangen, da wo am wenigsten Schaden angerichtet werden kann, in Anführungsstrichen. So. Und dann nehmen wir die Italiener einfach mit. Come on. Was soll der Geiz? Nochmal die 30 hier. Schade, dass man die nicht alle gemeinsam umstellen kann. Dass man das hier immer bei den Einzeltruppen machen muss. Ach, hier, die sind schon umgestellt. Genau. So, das waren alle. Ja, das waren alle, die ich umstellen konnte. Damit fallen die erstmal alle hier weg. Und eine letzte Sache will ich noch machen. Heute ist die Folge mal ein bisschen länger. Und zwar die neue Technik schon mal auswählen. Wir hatten jetzt Konservenfabriken. Chemisches Bleichen breitet sich derzeit aus. Was macht das? Bietet uns neue Porzellanproduktionsmethode. Und auch Papierbleiche, wo wir mehr Papier bekommen. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Oder Backpulver, wo wir die Lebensmittel noch stärken können. Die sind aber jetzt erstmal in Ordnung. Ich glaube, Lebensmittel hat sich jetzt preislich ja stark beruhigt. Naja, relativ, ne? Aber ich glaube, da ist es nicht ganz so dringend. Bei Gesellschaft könnten wir mal die Zentralbanken auch in den Blick nehmen. Noch mehr Gelddruck. Oder wir gehen mal auf die moderne Kanalisation, dass wir mehr Infrastruktur bereitgestellt bekommen. Die ist ja, glaube ich, hier in Österreich momentan noch nicht das Problem. Na, wobei, so langsam wird es auch da knapp. Hier haben wir 77 von 100. Naja, es ist noch nicht ganz so dringend. Aber es dauert ja auch 2 Jahre zur Erforschung. Ich würde fast sagen, das nehmen wir. Oder wir gehen erstmal auf die Triage beim Militär. Hydraulikkräne werden auch. Ich überlege mir das zum nächsten Mal, liebe Leute. Das dauert mir jetzt hier sonst zu lang, die ganzen Überlegungen anzustellen. Das mache ich offscreen und dann erkläre ich es euch beim nächsten Mal. Also eine etwas längere Folge heute. Damit beschließe ich die heutige und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.